Ich fühle mich in dem Aufzug nicht wohl. Gewöhn dich dran, Alfons. Da draußen ist ein Delfin, der serienmäßig joggende Pärchen angreift. Wir müssen aussehen wie Beute. Ich habe einen Lebenslauf für meinen Undercover-Charakter. Sie lernt Krankenschwester und sie ist schwarz. Okay, gut. Vergiss das alles. Nur joggen. Tja, in Alaska wird nicht gejoggt, nur gerockt. Alfons, ich weiß, du denkst, diese Vergleiche zwischen Alaska und San Diego seien total cool. Sind sie nicht. Ihr zwei joggt da lang. Okay. Warten Sie, Agent Hauser, Sie können hier nicht allein rein. Das ist ein Sicherheitstrakt. Gehen Sie zum Empfangsbereich. Ich habe keine Zeit für Empfänge. Mann, Sie sind überzeugend. Was Lundgren nicht mag, sind Fragen. Und er hasst Besucher. Hier ist sein Dossier. Ich habe keine Zeit für Dossiers. Mann, hören Sie zu. Ich denke, Sie sind sich über die Macht, der Sie gegenübertreten, nicht wirklich im Klaren. Lundgren ist das Böse in Reinform. Hören Sie, ich habe keine Zeit für das Böse. Wenn ich es richtig bedenke, habe ich nicht mal Zeit für Zeit. Wollen Sie wissen, wieso? Weil ich Zeit verabschiede. Oh, jetzt öffnen Sie die Tür, damit ich meinen Job machen kann, wie ich will. Und zwar zeitlos. Ich grüße Sie, Agent Hauser. Was ist los, Alfons? So ein Blödmann hat eine Windel im Sand verbuddelt und ich bin reingetreten. Wasch ab! Hey, Piper, hier ist außerdem noch was im Wasser! Das ist wahrscheinlich nur ein Fisch. Die lieben Babykacke. Nein, das muss größer sein! Ja. Ja. Alfons, ja. Nein! Ja. Ja. Das war der Killer-Delfin, oder? Ja. Ich bin hier, damit Sie mir etwas über meinen Killer erzählen. Oh ja, ich weiß, wer der Killer ist. Wenn das stimmt, dann sagen Sie es mir. Beschreiben Sie mir einen Sonnenuntergang, Agent Hauser. Es ist so lange her, seit ich einen gesehen habe. Gut, Sonnenuntergang. Er ist orange und er ist so ein bisschen verschleiert. Was soll das? Ich bin nicht hier, um Sonnenuntergänge zu beschreiben. Und doch sind Sie hier und beschreiben Sonnenuntergänge. Sagen Sie mir, wer der Killer ist. Das werde ich, aber zuerst müssen Sie etwas für mich tun. Was wollen Sie? Ich will noch einmal das Meer sehen, will mein zartes Bäuchlein an den Riffen reiben und durch die plätschernden Wellen den glänzenden Mond betrachten als freier Delfin. Gut. Wow, wirklich? Was ist los, Piper? Es ist... Ich meine, woher wissen wir, dass der erschossene Delfin auch der Killer ist? Im Spiel um Recht und Gesetz weiß man nie. Man kann nur hoffen. Okay, das sehe ich etwas anders, aber sollten wir nicht endlich zum Strand gehen und Sam und Jesse holen? Denen geht's gut. Hey, wir haben den Richtigen erwischt. Oh, sie ist so eine Zicke. Wie soll ich's beschreiben? Es sieht aus wie Farbspritze auf einer Leinwand. Ja. Verschiedene Menschen sehen verschiedene Dinge darin. Wirklich? Verdammt, Sie tun es schon wieder! Ich bin nicht... Ich wollte einordnen und Sie verschwenden meine Zeit. Ihr Killer ist 1,98 Meter lang, sein Blasloch sitzt nicht genau in der Mitte. Er hat eine Narbe an der rechten Flosse von einem Haiangriff in der Kindheit. Danke. Und wegen der Begnadigung. Das hier ist sie. Was haben Sie vor? Nein! Nein! Du blöder Fisch. Ich bin ein Säugetier. Ich bin ein Säugetier!